muss ich sagen, nein, bin ich schon froh, dass sie nicht dazugehören. Geh nicht, dass du sagst, ja, die schwindelige Bedienung, die rettet und rettet und rettet und wir verdursten und hauen uns mei am Tisch gehen. Genau. Und morgen wird dann wieder in der Zeitung stehen, ganz groß, Servicewüste Deutschland. Geh, lies mir doch überall, geh, Servicewüste Deutschland. Das mag ich vielleicht gerne, wenn sie das schreiben. Das können die leicht schreiben. Die gescheiten Herren Redakteure und Journalisten, weil das ganze Jahr mit dem fetten Hintern vorm Computer sitzen und sich von vorn bis hinten bedienen lassen. Das ganze Jahr, da schnorren sie sich auf irgendwelche Vernissagen, Boutiqueneröffnungen oder in die VIP-Lounges von irgendwelchen Sportevents durch, weil das Essen da fast noch besser schmeckt als im Restaurant. Weiß davon ein paar Langhaxer, die Hasel im Miniröckel vom Catering-Service serviert wird. Und nicht wie beim Stammitaliener um die Ecke von einem neapolitanischen Kenner, der breiter ist wie hoch und so viel Brusthaare hat, dass du schon fast einen Suchtrupp nach seinem Goldkettel schicken musst. Weißt doch wirklich ganz Deutschland, dass Journalisten die größten Freibierlädchen der Nation sind. Genau, diese Leute wollen uns verzeihen, was servicetechnisch zu verbessern ist. Okay, sag ich mal, die Herren Schreiberlinge und alle anderen Gescheitmacher, die sind alle zuerst einmal selber in der Gastronomie mit Buckel. Ja, die sind alle zuerst einmal zum Beispiel eine geschmeidige Sonntagmittagsschicht schieben. Verstehst du, dass sie überhaupt damit mitreden können? Du Family Day, mit soll ich anrücken, mit Kind und Kegel, Hund und Katze und der Oma im Schlepptau. Das ist Hardcore-Herrschaften und kein Kindergeburtstag. Dann musst du nach außen hin ganz cool bleiben und alle Sonderwünsche locker umschackeln. Am Vati ist das Bier zu kalt. Kein Problem, der Herr, ich wärm's ihnen an. Dinge tust du natürlich noch sauf, dann Kaffee, wenn das Bier zu kalt ist. Oder wenn dir die Muttis im größten Stress irgendwelche Breigläser in die Hand drücken, dann sagst du auch, wenn es dich ärgert, wir sauen, auch wenn es am liebsten an die Wand klatschen, dann sagst du, machen wir alles, kein Problem. Dinge tust du natürlich, pass bloß auf, dass ich da nicht reinbieselt in der Hüftklasse. Ja, oder wenn sie einen Köter dabei haben, gehen, dann bringen wir halt fürs Hund, ja, was sie, angewärmt, versteht sich, wie das Bier fürs Herli. Erstaunlich ist auch, dass es die meisten Leute am Sonntagmittag am meisten pressiert. Sonntagmittag, der Tag, wo du denkst, Mensch, da müssen doch die Leute Zeit haben, das müssen doch die Leute genießen können, dass sie Sonntagmittag im Restaurant sitzen können, sich bedienen lassen dürfen, ohne Stress, ohne Hektik. Von wegen. Das geht vielleicht in Italien oder in Spanien, aber bei uns, da hat Mama noch nicht einmal den letzten Bissen von ihrem Schweinsbraten runtergewürgt, da winkt der Papa schon mit dem Geldbeutel der Bedienung und plärrt das ganze Lokal. Zöhn! Wenn ich dann an den Tisch komme, dann sage ich mir, pressiert ihr noch? Müssen sie zum Flieger? Ah, warum? Sag ich, wie wär's denn noch mit einem schönen Dessert, einem Espresso oder einem Digestif? Ja, sag ich mir, wenn ich mir vorgenommen hab, Mensch, Monique, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen einen gepflegten Service machen, dann sag ich mir, wie wär's noch mit einem schönen Dessert, einem Espresso oder einem Digestif? Mein Lieber, das Gesicht sollte nicht sein. Der Tisch ist tief. Ja, aber der Tisch schon mal her.